In der Stadt breitet sich Endzeitstimmung aus. Russische Panzer, das wissen die Männer hier, befinden sich im Vormarsch auf die Stadt. Alle, die eine Waffe tragen können, sammeln sich zum letzten Gefecht. Der Vorstoß kommt schneller als erwartet. Kurz vor 13 Uhr, russische Panzer rollen, nach allen Seiten schießend, durch die Innenstadt. Die tschetschenischen Kämpfer treten dem Panzersturm zunächst vor allem mit Molotow-Cocktails, Kalaschnikows. Von allen Seiten ist das Rasseln der Ketten und das dumpfe Donnern der Geschütze zu hören. Vor dem Präsidentenpalast schießen die russischen Tanks aus allen Rohren, auch auf Journalisten. Doch der Widerstand der Tschetschenen ist ungebrochen. Allah ist groß, rufen sich die Männer zu, während sie Deckung suchen und dabei ihre Waffen neu laden. Flüchtlinge versuchen sich aus der Kampfzone zu retten. Doch wohin? Die ganze Stadt ist zur Hölle geworden. Richte diesen verdammten Russen aus, dass wir sie ficken werden.